Wo läufst du hin? Von hier oben können wir ihn auf jeden Fall gut beobachten. So viel steht fest. Wir dürfen auf keinen Fall ihn jetzt töten oder seinen Kumpel da. Auch wenn er jetzt schon als goldenes Ziel angezeigt wird. Aber den hier können wir doch auf jeden Fall ausschalten. Gut, er hat davon nichts gemerkt, so wie ich es erhofft hatte. Und dann schau mal, wo er uns hinführt. Oh, gut, dass wir hier oben langlaufen, denn da unten sind diese Kistenträger. Und wenn man diese, wenn man diesen Kistenträgern zu nahe kommt, dann, Was planst du mit den anderen, ja, Jakobo? dann, wenn man diesen, wenn man diese Kistenträger zu nahe kommt, dann, wird man einfach eiskalt von ihnen umgerempelt und sie lassen ihre Kiste fallen. Dadurch werden die Wachen aufmerksam und dann hat man ein ziemliches Schlamassel am Hals. Weil die, wenn sie einem zu nahe kommen, dann ist man sofort entdeckt und dann, hat man ja die Mission praktisch gefailt, weil man ja nicht entdeckt werden darf. Deswegen ist es hier über die Dächer einfach nur, einfach noch am sichersten. So, du bist auch tot. Zack. Rufmesser ist doch nützlich. Oh, shit. Jetzt hat er die Leiche gesehen. Das war jetzt nicht so gut, dass sie da runtergerutscht ist. Aber ich hoffe, der Mann hat, ja, er hat es nicht bemerkt. Der geht einfach mal eiskalt weiter, weil ihm das völlig schnurzegal ist, ob tote Leute vor ihm runterfallen. Ihn kümmert das nicht. Er weiß ja nicht, dass er der Nächste auf der Liste ist. Okay, da hinten sind lauter Wachen positioniert, die uns ganz sicher nicht einfach so durchlassen werden. Da hinten sind Söldner, die könnten wir kämpfen lassen, aber das wäre wieder viel zu auffällig. Da würde Jakobo, glaube ich, auch verrecken dabei. Und das wollen wir ja nicht, zumindest noch nicht. So, wenn er jetzt mal im Schneckentempo an den vorbeigehen würde, können wir hier auf diese Leiter gehen, die komplett zufällig dasteht. Also das wurde nicht gescriptet, die ist komplett zufällig da. Das wusste ich auch schon vorher nicht, also das ist komplett blind, das Spiel, vor allem für mich, weil ich das schon viermal mindestens durchgespielt habe, aber egal. So, schauen wir mal, wo er lang geht. Die gehen aber auch ganz schön langsam lang, kann das sein? Das ist ja schlimm. Ja gut, ist ein alter Mann, wenn ich um die 60 bin. Dein Brief erwähnte Venedig. Sind die Wenn Templer ich auch so um dort? die 60 bin, dann würde ich auch noch gerne halbwegs in Form bleiben und nicht wie so Jakob da unten rumkrüppeln. So, da sind auch noch ein paar kleine Balken, auf denen wir rumhüpfen können. Wenn er uns jetzt nicht entdecken würde, wäre das famos. Sehr gut. Es ist auch nicht auffällig, wenn ein Mann mit Kapuze direkt vor dir steht und auch nur darauf wartet, dich anzuspringen. Das ist kein Stück auffällig. Niemals. Never ever, Bro. Okay, wir sehen da hinten so ein kleines Amphitheater. Vielleicht geht er ja dahin. Wir werden es herausfinden. Da sehe ich ein paar Diebe, die könnten uns auch nochmal nützlich werden, indem sie die anderen Leute ablenken. Und ich sehe auf jeden Fall noch einen Heuhaufen, in den wir genüsslich reinspringen können, wenn er erstmal ein bisschen weiter weg ist. So. Hoffentlich gehen die anderen Leute mit ihm mit. Und stören mich nicht. So, der sieht uns aber, hat uns noch nicht ganz entdeckt. Wir sind jetzt im Sperrgebiet, also sind wir jetzt ziemlich leicht zu entdecken. Wie viele Männer sind für meines Vaters Tod verantwortlich? Laufen wir mal hier rüber. Oh, das wird knapp. Es tut mir leid, Maestro. Ich tat alles, was ich konnte. Doch der Assassine ist zu stark. Anscheinend. Sonst wären die anderen mit dir hier. Ganz zu schweigen davon, dass Florenz in den Händen der Medici bleibt. Das ist Francescos Fehler. Seine Ungeduld machte ihn unachtsam. Ich versuchte die Stimme der Vernunft.
Wohl eher die Stimme eines Feiglings. Ihr habt gut reden, Signor Barbarigo. Hättet ihr uns gute Waffen statt dieses Mülls geschickt, den ihr Venezianer genug. Waffen nennt? Wir haben eurer Familie vertraut und ihr entlohnt uns mit Untätigkeit und Inkompetenz. Und wenn ihr eure Fehler erklären sollt, habt ihr nur Entschuldigungen und Beleidigungen? Wie soll ich darauf reagieren? Ich weiß es nicht. Schon gut. Aber ich... Nein! Bitte! Nicht! Bitte nicht was? Ich kann das klären. Nur verschont mich. Nein. So eine Sauerei. Tut mir leid, dass ich eure Beute erledigt habe. Assassine! Oh, shit. Habt ihr geglaubt, ich würde nicht erwarten, dass sie uns folgt? Dass ich es nicht plante? Wir spielen dieses Spiel schon länger als ihr. Tötet ihn. Ich weiß, ihr tut nur, was euch befohlen wurde. Wenn ihr mich gehen lasst, verschone ich eure Leben. Ha! Hört euch! Ha! Hört euch das nur an! Er hat... Tja. Du bist tot, mein Freund. Und die anderen folgen zugleich. Na, kommt her, Leute. Ihr könnt gar nichts. Ihr könnt gar nichts. So, das ist auch Geschichte. Aber den können wir ja nicht kontern mit dem Schwert. Das habe ich komplett vergessen. Aber der kann es kontern. Gut, dass das keinen Schaden macht. Alter, der stöhnt ja immer noch rum. Das finde ich richtig unlogisch. Ich meine, er hat die Kehle durchgeschnitten mit dem Schwert. Und der kann sich, er kann immer noch so rumstöhnen. Und wir müssen ihn nochmal richtig umbringen. Was heißt, ja, was heißt umbringen? Er ist eigentlich schon fast tot. Das macht wiederum gar keinen Sinn. Aber gut, die Wachen töten wir noch. Komm schon ran! Nein! Du wirst leiden! Ah. Danke für den Speer, Kumpel. So. Komm her, Fettsack. Na, du hast jedenfalls gut gegessen. So, zack. Du entkommst sicher auch nicht, mein Freund. So, und jetzt widmen wir uns dir, Jacopo. Geh voran, ohne Angst und ohne Last. Requiesca in pace. Komisch, dass er so genau so lange überlebt hat, bis wir ihn beruhigt haben. Naja, gut. Im Gegensatz zu Andreas hat er sich beruhigt, nachdem er seinen Kaffee getrunken hat. Und wir haben Sequenz 5 beendet, meine Freunde. Können wir die Typen noch plündern? Ach, egal. Wir springen nochmal in Zeitlupe. Jo. So, und jetzt, Leute, jetzt bekommen wir nämlich gleich was richtig Geiles. Ich werde nicht sagen, was es ist, aber ich, so viel verrate ich, wir bekommen gleich was richtig Geiles von irgendwem geschenkt. Und wir sind wieder einmal in Florenz. 1480 diesmal, also 2 Jahre seit dem letzten Mal, dass wir in Florenz waren. Letztes Mal war es ja 1478. So. Und wo spawnen wir? Wen wundert's? Wir spawnen direkt vor dem Palazzo Medici. Und schauen wir mal, was unser Freund Lorenzo so für uns parat hat. Die Pazzi sind tot. Jeder einzelne von ihnen. Ich muss zugeben,
Ich hätte nie gedacht, dass ich mir den Tod anderer so wünschen könnte. Ich auch nicht. Ezio, ich danke euch für eure Hilfe, meinen Traum noch länger am Leben zu erhalten. Es war mir eine Ehre, Signore. Was werdet ihr nun tun, mein Sohn? Es gibt noch andere, die ich finden muss, Signore. Und die graben ihre Klauen bereits ins Herz Venedigs. No. La bella Venezia. Dann muss euch euer Weg dorthin führen, Ezio. Bevor ihr geht, hier ist etwas für euch. Ein Geschenk. Dieser Umhang identifiziert euch als Freund der Medici. Solange ihr ihn tragt, werden euch die Stadtwachen mehr verzeihen. Aber seid gewarnt, er bietet euch keine Immunität vor dem Gesetz. Das Glück möge eure Klinge bevorzugen. So Leute, und jetzt haben wir unseren schicken neuen Umhang. Sieht der nicht geil aus? Der Medici-Umhang lässt sie für Medici-Wachen dauerhaft anonym sein. Das heißt, in der Toskana und in Florenz steigert sich unser Bekanntheitsgrad nicht. Also wir können jetzt so viel Scheiße bauen, wie wir wollen. Jede einzelne Wache brutal niedermetzeln und es stört keinen. Seht ihr, spätestens jetzt hätten wir wieder Bekanntheitsgrad dazu bekommen und müssten wieder Steckbriefe abreißen. Aber dank diesem tollen Umhang ist es den Wachen einfach mal scheißegal. Und wir müssen keinerlei Steckbriefe einsammeln bzw. abreißen. Und wie gesagt, wir können die Wachen komplett niedermetzeln, ohne dass es sie wirklich stört. Wie zum Beispiel hier. Jetzt haben sie es natürlich nicht bemerkt, weil sie einfach nur dumm in der Birne sind. Aber gut. Na? Merda! Na, du hast jedenfalls gut geguckt. Ey, ich hab grad meinen Satz bannen. Riesci a sentirmi, dali dentro. Zeig mal, was du drauf hast, Metall. Jetzt komm endlich her, Mensch. Ja, ja, wenn zwei angreifen, kann ich auch nichts machen. Ich schlitze dich gleich. Hallo? Komm mal her. Bam, zack. Oder ist er auch tot? So, ich wollte gerade sagen, gehen wir bitte aus der Kampfkammer raus. Dankeschön. So, heilen und ein bisschen Medizin kaufen und zack. Schon bald fühlt ihr euch. Ich fühle mich jetzt schon besser, Kumpel. Danke sehr. Gibt's da drin noch was? Nee, aber die Wachen können wir auf jeden Fall noch töten. Denn es stört ja keinen. Ich finde diesen Konter einfach nur krass. Man tritt ihm genüsslich in die Nüsschen und dann fügt man noch sein Schwert in seinen Hals rein und er verreckt einfach nur jämmerlich. Das ist so geil, der Move. Einfach nur geil. Wow, das war knapp, Leute. Das war knapp. Wo ist der Typ hin? Ach, der ist da unten. Okay, gut, dann ist mir das jetzt gerade egal. Dann laufen wir einfach mal weiter. Ganz ruhig. Bro, ich wollte jetzt eigentlich mit fairer Manier gegen dich kämpfen, Mann gegen Mann, aber wenn du meinst, Suizid begehen zu müssen, ist mir das jetzt auch egal. Ach, da ist ja noch einer. Ach, besiege ich auch ohne alles. Werfe meinen Dreck einfach mal genüsslich daneben. Na gut, dann gibst du mir mal bitte deine Waffe. Und kriegst deine so gleich in den Nacken. So, wieder einmal gekonnt über die Dächer. Ich liebe einfach nur Florenz und seine Musik und alles. Das passt einfach. Das ist so typisch Assassin's Creed 2 und das bockt einfach nur. Qualität zu gerechten Preisen. Naja, glaube ich dir jetzt mal nicht, aber gut. Leonardo! Mi dispiace, Messere, aber er ist fort. Maestro Leonardo wurde von einem venezianischen Adligen für einige Porträts kommissioniert. Er hat genug bezahlt, um die ganze Werkstatt nach Venedig zu bringen. Eine fantastische Gelegenheit. Grazie mille, amico. Grazie mille, amico. Alles klar. Jetzt können wir auch per Schnellreisestation direkt dahin fliegen, wollte ich gerade sagen. Also fliegen werden wir auf jeden Fall nicht. Aber wir müssen ganz schön weit raus, für mir gerade so auf. Wir müssen ja dahin, in die Berge.
Dafür müssen wir erstmal dahin. Aber wir können leider nicht innerhalb der Stadt von Schnellreisestation zu Schnellreisestation. Also wirklich nur zu anderen Städten, ist jetzt in Creed 2. Das ist in Brotherhood anders, da haben wir so ein anderes Tunnelsystem und so weiter. Ich will das auch nicht großartig spoilern oder so, weil ich Brotherhood eh noch durchzocken werde. Aber innerhalb von Assassin's Creed 2 kann man halt nicht innerhalb der Städte von einem Checkpoint zum anderen oder halt von einer Schnellreisestation zu anderen Schnellreisestation jetzt hier, wie heißt das deutsche Wort? Mir fällt jetzt nur das Englische ein. Reise, genau, man kann nicht zu den anderen reisen. Diese ganzen Passanten immer. Unhöfliches Volk hier. Da rempelt man sie weg. Und das ist der Dank dafür. Naja, so undankbar sind die Menschen heute geworden. Schlimm. Auch ich habe einen Mönch umgerempelt. Komme ich jetzt in die Hölle? Das meinte ich mit den Kistenträgern, Leute. Wenn man sie umrempelt, lassen sie einfach mal ihre Kiste fallen und sie ist komplett kaputt. Und das, was da drin ist, verschwindet natürlich auch direkt. Und dann kommen sie einfach zu einem und sagen, ja, ja, du erstattest mir jetzt mal die Kiste und gib mir Geld und so, Givi Manipulasi und so weiter, kennt er ja alles. Aber ich so, nein, Bitch, please, und dann gehen wir einfach weg. Einfach so eiskalt, weil wir es können. So, jetzt müsste hier auch so ein Pferd rumschimmeln. Ach, hallo Pferd. Rumschimmeln, haha, verstanden? Hahaha, nein. Aber jetzt können wir auf jeden Fall in die Berge reisen. Und dann suchen wir da mal auf unseren Freund Leonardo. Mal sehen, ob wir ihn da treffen können. Wirklich in die Berge reisen? Nein, ich bin ja nur zufällig hingeritten. Können wir drin eigentlich die Waffe ziehen? Nope. Ich bin, glaube ich, in dem Spiel, wo dieses Bild mir hier gerade gezeigt wird. Ich bin, glaube ich, in dem Spiel noch nicht einmal schwimmen gegangen, kann das sein? Ja, ja, wir werden noch genug, genug Gelegenheiten haben, vor allem in Venedig. Aber erstmal steigen wir vom Pferd ab, rüsten unsere versteckte Klinge aus und, seht mal, wer da bei der Kutsche auf uns wartet. Unser Freund, der gute alte Leonardo, den wir leider nicht umbringen können. Was auch ein bisschen dämlich wäre, ehrlich gesagt, aber gut. Leonardo! Ezio? So ein Glück! Ich habe hier ein kleines Problem. Mal sehen, ob ich helfen kann. Ich weiß, wie man es repariert, habe aber nicht die Kraft. Könntest du den Wagen anheben? Was ist das für ein Ding? Hä? Sieht aus wie eine Riesenfledermaus. Nichts, nur eine Idee, an der ich arbeite. Ich konnte sie nicht vergessen. Wofür ist das? Nun, ich sollte nicht darüber sprechen. Ach, zum Teufel! Ich halte das nicht aus! Ezio, ich glaube, ich habe herausgefunden, wie ein Mann fliegt! Komm, ich fahre. Aber ich habe doch noch nicht mal gesagt, wohin ich will! Ich denke, das können wir uns schon denken. Da ist der berüchtigte Flugdrache von Leonardo. So, Romagna-Ausflug. Leonardos Kutsche nach Venedig fahren. Venezia, so eine schöne Stadt. So viele Inspirationsquellen. Ponte del Rialto, Piazza San Marco, La Senale. Was ist? Wir sind nicht allein. Was geht hier vor? Wer sind die? Rodrigo Borgias Männer. Warum? Was wollen sie von uns? Ich denke, sie wollen unseren Tod.